Ja, hallo zusammen, auch von meiner Seite herzlich willkommen zum Webinar Ausrichten einer schiefen Ebene. Mein Name ist Michael Windl, ich bin Kursleiter bei der Firma Heidenhain und möchte Ihnen heute erklären, wie Sie mit Hilfe der TNC-Steuerungen eine schiefe Ebene an Ihrem Werkstück ausrichten und später nachbearbeiten können. Dazu haben wir zwei Lösungen. Die erste Lösung ist für unsere NC-Kernsteuerungen, die TNC 100, die TNC 320, 620, 640. Hier haben wir im manuellen Betrieb die Antastfunktion PL für Ebene. Außerdem benötige ich für die Kompensation von meiner schiefen Ebene eine Maschine mit zwei frei drehbaren NC-Rundachsen und ein 3D-Tastsystem bzw. ein mechanisches Tastsystem. Da wir hier eine Funktion im manuellen Betrieb haben, kann ich diese auch mit einem mechanischen Tastsystem nutzen. Die zweite Lösung wäre dann für die Programmlaufbetriebsarten oder auch für die ITNC 530, denn die hat diesen manuellen Antastzyklus nicht. Da machen wir das mit dem Tastzyklus 431. Da messen wir die Winkel der Ebene und können diese dann wieder mit unserer Maschine kompensieren. Dazu brauchen wir ein 3D-Tastsystem. Das geht mit dem mechanischen Tastsystem nicht, denn da brauche ich ein schaltendes Tastsystem. So, wir beginnen mit dem Fläche ausrichten im manuellen Betrieb bei der 620, 640 oder auch bei der 320er Steuerung. Dazu gibt es in den Antastfunktionen eine Antastfunktion, die nennt sich Antasten PL. Hier taste ich die Fläche an und zwar ist es hier wichtig, die Reihenfolge der Punkte. Und zwar muss ich hier immer beachten, der erste Punkt und der zweite Punkt geben die Laufrichtung meiner positiven X-Achse an. Der dritte Punkt gibt die Richtung der positiven Y-Achse an. Das heißt, mit diesen drei Punkten legen wir fest, wie das Koordinatensystem auf meiner Fläche später ausgerichtet wird. Bei diesen Punkten ist es immer wichtig, immer gegen den Uhrzeigersinn definieren. Dann bin ich immer auf der richtigen Reihenfolge von meinen Punkten. Um dann noch das Koordinatensystem, speziell die X-Plus-Achse, parallel zu meiner Bauteilkante auszurichten, kann ich den Antasten ROT verwenden, um zum Beispiel mit einer Kante oder zwei Bohrungen das Koordinatensystem zu meinem Bauteil noch sauber auszurichten. Und wie man das Ganze macht, das schauen wir uns jetzt in einem Video an. Und zwar beginnen wir hier mit Fläche ausrichten. Wir sehen auf der linken Seite das Werkstück, auf der rechten Seite den Steuerungsbildschirm. Wir möchten jetzt diese Fläche hier, das Werkstück, anhand von dieser Fläche ausrichten. Dazu haben wir bereits den Taster in der Spindel, gehen jetzt hier auf die Preset-Tabelle. In der Preset-Tabelle sehen wir schon in der Zeile 0, es sind keine Raumwinkel aktiv, A0, B0, C0. Sind inaktiv, also die 3D-Grunddrehung ist inaktiv. Dann gehen wir auf Touch Probe, Probing Plane, also Fläche antasten. Und jetzt tasten wir hier unsere drei Punkte an. Wichtig eben, der erste Punkt und der zweite Punkt geben die Laufrichtung der positiven X-Achse vor und der dritte Punkt dann die Richtung der positiven Y-Achse. Man sieht es auch schön auf der rechten Seite im Hilfsbild. 1, 2, 3 ist die Reihenfolge der Punkte auf der Fläche. Genau, das ist jetzt hier die positive X-Achse, die Richtung. Und anschließend tasten wir noch den dritten Punkt rechts vom Zapfen hier und erhalten die Richtung der positiven Y-Achse. Und jetzt kennen wir die Winkel der Fläche. Die sehen wir oben, SPA, SBB und SBC. Ich könnte jetzt noch zusätzlich Referenzwinkel angeben und dann über Set Basic Rotation, also Grunddrehung setzen, setze ich die 3D-Grunddrehung. Kann anschließend, wenn ich das Ganze im
aktiven Preset gemacht habe, noch die Rundachsen gleich ausrichten lassen. Mit NC Start bestätigen und jetzt positioniert die Steuerung die Rundachsen auf den vorgegebenen Wert und jetzt ist das Werkzeug senkrecht auf meiner Fläche. Genau, man sieht jetzt hier die SPA und Referenzwinkel SPA ist alles 0, also jetzt stimmt das Ganze zusammen. Und wir sehen auch, dass unten Bearbeitungsebene Schwenken aktiv ist. Wir sehen jetzt hier in B und C die Werte von unserer Ausrichtung. Wir können jetzt über die Funktion Plane Spatial A0, B0, C0 das Werkzeug immer wieder senkrecht auf diese Fläche ausrichten lassen. Über Sequence Minus sagen wir ihm die Bearbeitungsrichtung oder die Drehrichtung der ersten Rundachse B soll ins Minus sein. Über Plus, werden wir jetzt gleich sehen, dreht er dann das Koordinaten, also dreht er dann die Achse B auf die Plusseite und macht natürlich mit der C-Achse noch eine Ausgleichsbewegung. Das kann ich einfach über Sequence Plus oder Minus ausführen. Über A0, B0, C0 weiß die Steuerung, dass sie das Werkzeug senkrecht auf die ausgerichtete Fläche stellen soll. Und über Sequence Minus kommen wir wieder auf die andere Seite rüber. So, somit ist die Fläche jetzt ausgerichtet. Der nächste Schritt ist jetzt die X-Achse ausrichten. Denn momentan ist das Koordinatensystem nach meinen ersten beiden Messpunkten ausgerichtet. Ich möchte das Koordinatensystem aber parallel zu meiner Bauteilkante hier vorne haben. Und deswegen gehe ich auf Probing Rod und taste zwei Punkte in der Y-Plus-Richtung. Wir sehen oben schon, momentan ist 9,5 Grad der Rotationswinkel zu 0. Das ist einfach das Resultat aus meinen ersten beiden Messpunkten. So, erster Messpunkt, dann versetzen wir das Tastsystem ein bisschen in X-Plus-Richtung und tasten nochmal an. Genau, bekommen jetzt oben den Winkel, sagen Grunddrehung setzen. Genau. So. Und jetzt wird dieser Winkel kompensiert. Wir sehen es oben. Jetzt steht 0 drinnen. Und jetzt ist das Koordinatensystem ausgerichtet zu meinem Bauteil. Man sieht das jetzt schön, wenn man einfach mal mit dem Taster entlang fährt. Das Tastsystem bleibt parallel zum Bauteil und somit ist die ganze Kompensation richtig abgelaufen. Wir sehen es unten noch die Symbole. 3D-Grunddrehung aktiv ist das eine Symbol. Das rechte Symbol ist Bearbeitungsebene Schwenken aktiv. Das wird automatisch aktiviert, wenn man die 3D-Grunddrehung die Achsen ausrichten lässt. Jetzt setzen wir noch den Bezugspunkt. Dazu nehmen wir die ganz normale Funktion Antasten Position, einmal in Y plus antasten. Bezugspunkt setzen, dann in X minus noch antasten. Genau, das Ganze wird in die Preset-Tabelle gespeichert, in die Zeile 0, wenn wir sagen Bezugspunkt setzen. Wählen X minus aus, gehen nun auf die X minus Richtung. Bezugspunkt setzen, auch wieder 0. Und das Ganze machen wir jetzt auch noch in der Z-Richtung. Gehen hier auf Z minus. Und NC Start und setzen hier den Bezugspunkt minus 20 für diese Fläche. Bezugspunkt setzen. Genau. Somit ist das Teil jetzt vollkommen ausgerichtet. Gespeichert wird das Ganze in der Preset-Tabelle. Und somit verliert die Steuerung diese Werte auch nicht. Wenn ich jetzt ein Plane Reset programmiere, dreht die Maschine oder die Steuerung die Achsen immer auf 0 zurück. Der Plane Spatial A0, B0, C0 dreht die Achsen wieder auf die senkrecht auf die durch 3D-Grunddrehung ausgerichtete Fläche. Der Plane Reset dreht immer auf die Rundachsstellung 0 zurück. Genau. Gespeichert wird das Ganze in der Preset-Tabelle. Hier sehen wir jetzt in der Zeile 0 die drei Werte. SPA, SPB und SPC, das sind die Werte von meinem Bauteil für die 3D-Grunddrehung. Und das könnte ich jetzt für jeden Preset
wiederholen. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Spannpyramide drauf habe, kann ich jede Schiefstellung an jeder Spannstelle in einem Preset definieren und so meine verschiedenen Werkstücke einfach bearbeiten. So, jetzt haben wir die 3D-Grunddrehung gesetzt und als nächstes wollen wir nun auf dieser mit 3D-Grunddrehung bearbeitenden Fläche weiterarbeiten. Und zwar dreiachsig mit einer Schwenkbearbeitung und angestellt bis zur Simultanbearbeitung. Dazu haben wir hier ein Beispielwerkstück. An diesem Beispielwerkstück haben wir zwei Bearbeitungen. Das ist einmal auf der linken Seite eine 45 Grad Schräge und auf der rechten Seite haben wir hier so eine Freiformfläche, die wir mit einem Kugelfräser bearbeiten wollen. Und zwar angestellt auch hier 45 Grad. Die Schieflage des Werkstücks beträgt, wir sehen es in A und B, die Winkel. Das wurde jetzt vorher schon mit der 3D-Grunddrehung gemessen und wird dann für die weitere Bearbeitung kompensiert. So, für die dreiachsige Bearbeitung müssen wir beachten, dass wir nach jedem Tool-Call, also wenn die Steuerung über das Werkzeugwechselmakro das Werkzeug oder meine Rundachsen wieder auf 0 dreht, dass wir immer wieder den Plane Spatial A0, B0, C0 programmieren müssen, damit wir das Werkzeug wieder senkrecht auf die ausgerichtete Fläche hindrehen. Anschließend können wir ganz normal dreiachsig weiter programmieren. Das heißt, wir könnten jetzt hier einen Bohrzyklus ausführen oder einen Taschenfresszyklus, ganz normal. Wichtig, wenn ich die 3D-Grunddrehung zurücksetzen möchte, muss ich M143 programmieren. Mit M143 werden die Werte der Grunddrehung einfach abgelöscht. Wir sehen hier die Werte der B- und C-Achse, die Achswinkel. Das sind die Achswinkel, um meinen Raumwinkel von vorher zu kompensieren mit den beiden Rundachsen. Somit ist die Bearbeitung richtig. Das Werkzeug steht senkrecht auf der zu bearbeitenden Fläche und wir können die Bearbeitung beginnen. Als nächstes wollen wir die Phase auf der linken Seite bearbeiten, die 45 Grad Schräge. Dazu programmieren wir einen Plane Spatial A0, B-45, C0. Was passiert? Die Steuerung weiß, 3D-Grunddrehung ist aktiv. Das heißt, sie rechnet den von mir programmierten Raumwinkel auf diese 3D-Grunddrehung drauf. Und deswegen erhalten wir hier nicht einen B-Winkel von minus 45 Grad, sondern einen B-Winkel von minus 39 und einen C-Winkel von 358 Grad. Das ist einfach das Resultat aus der 3D-Grunddrehung zusammen mit den Plane Spatial. Das funktioniert mit all unseren Schwenkfunktionen, solange wir mit Raumwinkel programmieren. Das heißt, der Plane Spatial, Projected, Euler, Vector, Points, Plane Relativ, die funktionieren alle. Der einzige, wo nicht funktioniert, ist der Plane Axial, denn der rechnet mit Achswinkeln. Genau, und das sehen wir jetzt hier. Die gleiche Bearbeitung, wenn ich mit einem Plane Axial programmieren würde, sehen wir das Resultat B-45 C0. Das heißt, die Steuerung dreht das Werkzeug genau auf den Winkel, den ich programmiert habe, nämlich den Achswinkel. Und somit wird die 3D-Grunddrehung nicht verrechnet. Somit ist die Bearbeitung auf dem Werkstück falsch. Das heißt, mit aktiver 3D-Grunddrehung darf ich keinen Plane Axial verwenden. Das Ganze geht natürlich auch weiter, wenn ich jetzt auf der rechten Seite die Freiformfläche bearbeiten möchte. Da aktiviere ich als erstes mal M128, das Tool Center Point Management, um die Anstellung der Rundachse zu kompensieren. Und jetzt möchte ich die B-Achse 45 Grad anstellen. Dazu programmiere ich einen Satz Linear B plus 45. Und das Resultat sehen wir. Die Achsstellung ist B plus 45 C0. Also auch hier wird die 3D-Grunddrehung nicht verrechnet, denn die Kombination aus M128 und einem L-Satz ist auch Achswinkel. Das heißt, da wird die 3D-Grunddrehung nicht verrechnet.
Übrigens hier nicht nur die 3D-Grunddrehung, sondern auch eine 2D-Grunddrehung wird mit M128 und L nicht verrechnet. Da brauchen wir dann die nachfolgenden Funktionen, um eine richtige Bearbeitung zu erhalten. Das wäre zum Beispiel ein Vektorsatz. Gleiche Anwendung wie vorher. Wir möchten die B-Achse 45 Grad anstellen. Wir aktivieren das M128. Anschließend programmieren wir keinen L-Satz mit B 45 Grad, sondern wir programmieren einen LN-Satz. Da kann ich dann in der Eingabe TX, TY und TZ den Anstellwinkel des Werkzeugs definieren, und zwar maschinenneutral. Die Steuerung schaut, okay, TX plus 1, TY 0, TZ plus 1, okay, es ist 45 Grad. Und jetzt schaut sie, welche Achsen habe ich denn zur Verfügung, um diesen Wert zu realisieren. Aha, die B- und C-Achse. Und gleichzeitig merkt sie auch, aha, es ist die 3D-Grunddrehung aktiv. Somit wird dieser Winkel, den ich definiert habe, den ich programmiert habe, auf die 3D-Grunddrehung draufgerechnet. Somit erhalte ich ein richtiges Ergebnis. Wir sehen unten, das sind die Werte auf meine 3D-Grunddrehung draufgerechnet. Somit ist die Bearbeitung richtig und ich kann meine Fläche richtig abzeilen. Diese Vektorenprogramme kommen in der Regel aus dem CAM-System. Man kann sie auch an der Steuerung programmieren, dazu einfach die Fragezeichen-Taste auf der Tastatur drücken und dann kann man eingeben ln x plus 1 zum Beispiel, dann einfach End of Block drücken und dann kann man den Satz editieren und ganz normal in die Steuerung eingeben. Eine weitere Möglichkeit, wie man sowas machen kann, ist über die Funktion Function TCPM. Und zwar können wir, das ist ja die Nachfolgefunktion von M128, mit Function TCPM können wir mit der Eingabe Access SPAD, also bei der zweiten Eingabemöglichkeit, kann ich entscheiden, dass die nachfolgenden Rundachskoordinaten als Raumwinkel interpretiert werden sollen. Und Raumwinkel ist das gleiche wie vorher mit der Plane-Funktion. Die werden auf meine 3D-Grunddrehung draufgerechnet. Das heißt, Function TCPM mit Access Spatial in Verbindung mit Linear B plus 45 ergibt das korrekte Resultat. Die Bearbeitung ist richtig. Und das funktioniert für angestellte Bearbeitung, Vierachs-, Fünfachs-, Simultanbearbeitung. Ich muss lediglich vor meinem Programm statt M128 den Function TCPM Access Spatial programmieren und schon wird das richtig auf die 3D-Grunddrehung mit draufgerechnet. Wie sieht das Ganze jetzt aus, wenn wir das mit Fläche ausrichten im Programmlauf oder Einzelsatz, Satzfolge oder MDI-Betrieb machen möchten? So müssen wir es auch dann bei der ITNC 530 machen, denn die hat diese manuelle Funktion zum Antasten der Fläche noch nicht. Deswegen müssen wir es da immer über den Programmlauf machen. Dazu gibt es einen Zyklus, den Zyklus 431. Mit dem werden drei Punkte gemessen. Ich gebe jeweils eine X-, Y- und Z-Koordinate an. Dann geht der Zyklus her und fährt auf die XY-Koordinate und in Z- wird gemessen. Drei Punkte. Das Resultat sind dann drei Q-Parameter, nämlich der Q170, Q171 und Q172. Das sind meine Raumwinkel, die ich mit Plane Spatial verwenden kann. Oder auch die Projektionswinkel. Auch hier ist die Reihenfolge der Punkte entscheidend. Genauso wie vorher, die ersten beiden Punkte geben den Verlauf der positiven X-Achse an. Der dritte Punkt gibt die Richtung der positiven Y-Achse an. Wie kann ich dann das Werkzeug einschwenken? Über die Funktion Plane Spatial, Zyklus 19 oder Plane Projected. Wichtig ist eben hier die Eingaben von meinen Q-Parametern. Das sind dann die Rechenparameter von meinem Zyklus hier. Danach steht das Werkzeug senkrecht auf der zu bearbeitenden Fläche. So, als nächstes
geht es auch hier wieder um die Ausrichtung der X-Plus-Achse. Dazu verwenden wir einen Tastzyklus, den Messzyklus 420. Dabei messen wir einfach den Winkel von der Fläche. Und als nächstes müssen wir jetzt diesen gemessenen Winkel auf meine vorher programmierte geschwenkte Ebene draufrechnen. Und dazu brauche ich den Plane Relativ, denn wir haben ja bereits mit dem Plane Spatial das Werkzeug senkrecht auf die ausgerichtete Fläche geschwenkt. Deswegen brauchen wir jetzt den Plane Relativ, um auf dieser geschwenkten Fläche nochmal das Koordinatensystem so zu drehen, dass die X-Plus-Achse parallel mit meiner Bauteilkante ist. Wenn wir das Ganze jetzt gemacht haben, können wir über die remanenten Parameter uns die Tastergebnisse wegspeichern. Denn je nachdem, wie die Maschinenparameter gesetzt sind, ist es so, dass am Ende vom Programm oder wenn ich ein neues Programm aufrufe, die Q-Parameter abgelöscht werden. Und deswegen sichere ich mir diese Parameter in die sogenannten QR-Parameter, in die remanenten Parameter weg. Und das programmiere ich einfach. Der QR170 ist der Q170. Somit wird der Wert aus dem Q170 in den QR170 gespeichert und den kann ich dann wieder weiterverwenden. Die zweite Möglichkeit wäre, dass ich mir die Kombination aus diesen beiden Funktionen, Plane Spatial mit SPA Q170, SPB Q171 und SPC Q172 und dem Plane Relativ SPC Q150, dass ich diese beiden resultierenden Winkel aus diesen Funktionen mir den Gesamtwinkel auslese. Und das kann ich machen mit der Funktion FN18, Systemdaten lesen. Das haben wir bereits schon mal in einem vorhergehenden Webinar bei den Q-Parametern gelernt. Da kann ich sagen, mit der ID 210, Nummer 5, Index 1, lese mir den aktuellen Winkel vor den Raumwinkel A aus dem 3D-ROT-Menü in den Parameter QR170. Und das mache ich mit SPB und SPC genauso. Dann habe ich den kompletten Winkel von meiner ausgerichteten Fläche. Das Ganze geht natürlich auch im geschwenkten System. Da muss ich allerdings beachten, als erstes schwenke ich das Werkzeug senkrecht auf die Fläche mit einem Plane Spatial A plus 45 zum Beispiel. Und jetzt steht das Werkzeug senkrecht auf meiner zu messenden Fläche. Dann kommt der Zyklus 431. Ich messe die Differenz von meiner Fläche zur aktuellen Schwenkung. Und das ist jetzt wichtig. Ich darf eben dann nicht danach mit einem Plane Spatial meine Q-Parameter ausführen, sondern ich muss das mit einem Plane Relativ machen. Und zwar mit der Reihenfolge erst C, dann B, dann A. Also als erstes Werkzeug auf die Fläche schwenken, anschließend Zyklus 431 Schieflage der Fläche messen und anschließend wieder mit Plane Relativ erst C, dann B, dann A das Ganze kompensieren. Danach kann ich mir das Ganze natürlich wieder über das 3D-ROT-Menü auslesen und einen Gesamtwinkel wieder verwenden, den ich dann mit Plane Spatial wieder fahren kann. Genau, und das schauen wir uns jetzt mal am Programmierplatz an. Und zwar habe ich hier schon ein kleines Programm vorbereitet zum Ausrichten, einfach mit der Struktur als Gliederungspunkte schon mal drinnen. Wir beginnen mit dem Tasteraufruf. Anschließend wird die Fläche gemessen. Dazu gehen wir auf die Taste Touch Probe, auf die Messzyklen, auf die zweite Ebene und hier haben wir den Zyklus 431 zum Ebene messen. So, und hier gebe ich jetzt meine Punkte an. Der erste Punkt ist zum Beispiel X10, der erste Punkt in der Y-Achse, Y auch plus 10. Und der dritte Punkt in Z wäre dann, oder der erste Punkt in der Z-Achse wäre dann 0. Der zweite Punkt auf der rechten Seite, damit wir unsere X-Plus-Achse richtig ausrichten,
Ich lege ihn jetzt mal hier auf die gleiche Höhe wie den ersten Punkt und im dritten auch. So, der vierte Punkt legen wir schön in die Mitte. Der muss einfach nur über den ersten beiden Punkten liegen. Also, wir haben y plus 10 gehabt, dann mache ich ihn jetzt auf y plus 20. Einfach, dass er drüber ist. Und in z sagen wir auch plus 0. Dann die sichere Höhe. Da kann ich mal ein bisschen was eingeben. Wenn ich mir nicht so sicher bin, wie die Punkte genau liegen auf der Fläche, gebe ich lieber mehr ein. Das ist einfach, wo er beginnt zu fahren. Das ist immer die definierte Sicherheitsabstand aus der Tastsystemtabelle plus mein Q320 hier. So, sichere Höhe. Machen wir mal 30 mm und Messprotokoll anzeigen. Können wir uns zum Beispiel ein Messprotokoll auf dem Bildschirm anzeigen lassen. So. Dieser Zyklus misst jetzt die Fläche und schreibt mir in die Parameter Q170, Q171 und Q172 das Resultat der gemessenen Fläche als Raumwinkel. Und das muss ich jetzt über die Schwenkfunktionen, also die Special Functions Taste, anschließend Bearbeitungsebene schwenken, Plane Spatial. Und jetzt gebe ich hier ein A Q170, B Q171 und C Q172. Da ich eh schon 30 mm beim Bauteil stehe, bietet es sich hier an, mit Move Distance 30 einfach beim Werkstück dran zu bleiben. Ich kann natürlich sagen, ich fahre erst auf eine sichere Position und schwenke dann ein, weil ich das so gewohnt bin. Das kann man machen, wie man möchte. Jetzt steht das Werkzeug senkrecht auf der ausgerichteten Fläche. Als nächstes müssen wir uns wieder um unsere positive X-Achse kümmern. Und zwar wollen wir den Unterschied von der aktuellen X-Achse zur Bauteilkante messen. Dazu gehen wir wieder auf TouchProbe, messen, Zyklus 420. So, erster Punkt in X. Erster Punkt in Y, zweiter Punkt in X, zweiter Punkt in Y. Da bietet sich halt immer an, ich setze mir eigentlich vorher immer mal einen manuellen Bezugspunkt, damit ich weiß, wo ich arbeite, um von da aus dann eben meine Punkte anzufahren. Ich könnte das Ganze auch über die Teach-In-Taste machen, dass ich an eine Position fahre und diese Position dann wiederum übernehme. Die Messachse wäre dann die Y-Achse, also 2. Und die Messrichtung wäre plus, also plus 1. Die Messhöhe ist bei minus 5. Und der Sicherheitsabstand, vergrößere ich wieder ein bisschen, um hier einfach auf der sicheren Seite zu sein, dass ich nicht mit dem Bauteil kollidiere. Sichere Höhe plus 30. Entscheidung, ob ich zwischen den beiden Messpunkten auf sichere Höhe fahren will. Ich möchte unten bleiben, also sage ich 0. Und ich kann mir auch hier wieder ein Messprotokoll auf dem Bildschirm anzeigen lassen mit 2. So, auch dieser Zyklus gibt mir den Wert, den er gemessen hat als Q-Parameter zurück. Das ist der Q150. So, und den kann ich jetzt wiederum über die speziellen Programmfunktionen Bearbeitungsebene schwenken mit einem Plane relativ kompensieren. Den Plane Spatial darf ich nicht verwenden, denn den habe ich ja oben schon hergenommen, um mein Werkzeug senkrecht auf die ausgerichtete Fläche zu drehen. SBC Q150 Move Distance 30, dann ist das Koordinatensystem vollständig ausgerichtet. Jetzt kann ich mir noch die Werte, diese Kombination aus Plane Spatial und Plane Relativ auslesen. Dazu drücke ich die Q-Taste im Nummernblock, spezielle Funktionen, FN18, Systemdaten lesen. So. Ich möchte das jetzt zum Beispiel in den QR170 speichern und zwar benötige ich jetzt die ID
Nummer und Index für den Raumwinkel SPA. Die finde ich im Benutzerhandbuch. Wenn ich jetzt auf die Help-Taste drücke, dann schaltet mein Benutzerhandbuch sich ein, direkt bei der Funktion, wo ich aktuell gewesen bin. Jetzt gehe ich ein bisschen nach unten, und zwar beim Punkt aktive Transformationen 210 habe ich jetzt hier die Nummer 5, Index 1 ist 3D-ROT A-Achse. 2 ist B-Achse, 3 ist C-Achse. Das heißt, ID 210, Nummer 5, Index 1 wäre dann SPA. Genau, das gleiche. FN18, QR 171, ID 210, Nummer 5, Index 1, Index 2 wäre dann die SBB, Raumwinkel B. Und damit man nicht immer alles schreiben muss, kann man auch einfach mal letzten NC-Satz einfügen drücken. Dann muss man nur noch abändern. QR 172, der Index 3 ist dann die C-Achse. Somit haben wir jetzt am Ende den ausgerichteten Winkel mit dabei. Das heißt, wenn wir jetzt programmieren, spezielle Programmfunktionen, schwenken, rücksetzen, Move, Distance 30, Fmax, werden alle Rundachsen wieder auf 0 gedreht. Wenn ich jetzt programmiere, Bearbeitungsebene schwenken, A, QR 170, B, QR 171 und C, QR 172, Move, Distance 30, Fmax, bin ich wieder senkrecht auf meiner zu bearbeitenden Fläche. Und als nächstes schauen wir uns jetzt noch an, wie man das Ganze mit im geschwenkten System macht. Dazu kopiere ich mir kurz das Programm. Ausrichten. Geschwenkt. Vom Ablauf her ist es das Gleiche. Ich komme halt nur dazu, dass ich hier schon mal Taster auf die geschwenkte Fläche positionieren. Okay. Das mache ich mit einer Plane-Spezialfunktion. Tilt, Bearbeitungsebene schwenken. Okay. So, zum Beispiel A plus 45, B0, C0. Mit Turn, wir stehen ja noch oben am Werkzeugwechselpunkt. Genau. Dann messe ich wieder wie vorher meine Fläche. Und jetzt darf ich eben nicht mehr den Plane Spatial verwenden, sondern jetzt muss ich den Plane Relativ verwenden. Und zwar Bearbeitungsebene schwenken. Relativ. Wichtig ist die Reihenfolge. Erst C. Dann B, dann A. Und hier sagen wir einfach den ersten mit Stay. Auch hier nehmen wir wieder letzten NC-Satz einfügen. SPB Q171. Auch den zweiten mit Stay. Und erst den dritten machen wir dann mit Move, Distance 30 und Fmax. Lassen wir den ausführen. So. Das ist jetzt eigentlich der einzige Unterschied. Alles andere bleibt wieder gleich. Den Winkel messen, auslesen, dann kann ich zurückschwenken. Und wenn ich hier unten jetzt Plane Spatial, wird eine Kombination aus drei oder eigentlich aus mehreren Sätzen gemacht. Nämlich der Plane Spatial von hier, der Plane Relativ 1, 2, 3. Und dazu nochmal der Plane Relativ von der X-Achse ausrichten. Das heißt, aus diesen fünf Sätzen, die Kombination der Winkel, der sich daraus resultiert, lese ich hier aus.
und kann ihn dann hier als Gesamtwinkel einschwenken. So, und auch hier wieder, wie geht's weiter? Wie kann ich danach mein Werkstück bearbeiten? Jetzt haben wir extra diese Werte nicht in die 3D-Grunddrehung gespeichert, also nicht in die Preset-Tabelle, sondern wir lassen sie einfach, so wie wir sie jetzt ausgelesen haben, in Parameter QR 170, 171 und 172 stehen und wollen jetzt weiter bearbeiten. Dreiachsig ist das alles kein Problem. Ich programmiere nach jedem Tool-Call einfach einen Plane Spatial. SPA QR 170, SPB QR 171, SPC QR 172, einfach den Ort, wo meine oder den Parameter, wo meine Werte gespeichert sind, und kann dann ganz normal wieder meinen dreiachsige Bearbeitung, Bohrungen, Taschen programmieren. Als nächstes geschwenkte Bearbeitung. Auch hier wieder auf der linken Seite wollen wir diese Fläche bearbeiten. Dazu gehen wir auf Plane Spatial. Den Plane Spatial brauchen wir allerdings schon, um das Werkzeug senkrecht auf die ausgerichtete Fläche zu stellen. Das heißt, wir dürfen ihn dann nicht nochmal verwenden. Deswegen müssen wir auf der geschwenkten Fläche einen Plane relativ programmieren. Dann wird zu dem geschwenkten Winkel, zu dieser geschwenkten Bearbeitungsebene relativ weiter geschwenkt. Und so bekomme ich das korrekte Ergebnis. Die Bearbeitung ist dann wieder richtig. Beim Programmieren mit Anstellung ist es eigentlich das gleiche wie vorher auch bei der 3D-Grunddrehung. M128 und LB plus 45 funktioniert nicht, weil das Achswinkel sind. Somit wird diese vorher gemachte Ausrichtung nicht berechnet. Die Steuerung dreht die Achsen einfach auf B plus 45, C0. Besser kann ich das Ganze wieder mit einem Vektorenprogramm machen. Denn wenn ich M128 aktiv habe, wird der T-Vektor von meinem Vektorenprogramm automatisch auf die aktive geschwenkte Bearbeitungsebene draufgerechnet. Also die Kombination M128, Plane Spatial und LN-Satz von einem Vektorenprogramm erzeugen das richtige Ergebnis. Die Anstellung wird auf meinem Werkstück richtig ausgeführt. Also auch hier, wenn ich ein Vektorenprogramm habe, bin ich auf der sicheren Seite. Mit M128 zusammen wird der T-Vektor auf die geschwenkte Bearbeitungsebene draufgerechnet. Dann bin ich wieder richtig. Das gleiche natürlich auch mit der Funktion TCPM, mit der Eingabe axis_spat für Raumwinkel. Auch hier wird der Linearsatz B plus 45 auf die aktuelle geschwenkte Bearbeitungsebene draufgerechnet und somit habe ich wieder das richtige Ergebnis. Die Bearbeitung stimmt hier. Genau, das war's zu diesem Webinar hier. Ich hoffe, ich konnte Ihnen hier etwas zeigen, damit Sie Ihre Werkstücke ausrichten können. Wenn Sie dazu Fragen haben, bitte scheuen Sie sich nicht. Einfach wenden Sie sich an Heidenhain. Ich habe Ihnen unten die Servicenummer eingeblendet. Oder Sie schreiben eine E-Mail an die 3103@heidenhain.de. Dann helfen wir Ihnen hier gerne weiter, wenn es hier zu diesem Thema oder zu anderen Fragen zur Steuerung Fragen gibt. Ja, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Tag und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Wiederhören!